بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لله تعالى. Nehmen wir alle an diesem Unterricht teil mit einer aufrichtigen Absicht für Allah, den Erhabenen. Das bedeutet, wir sind da und unsere Absicht sollte sein, dass wir das Wohlgefallen von Allah erlangen, dass wir die Vergebung von Allah erlangen, dass wir die Belohnung von Allah, den Erhabenen, erlangen. Liebe Brüder und Schwestern, Allah, der Erhabene, sagt: وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Das bedeutet, verharre im Islam, bis der Tod dich erreicht. Bleibe Muslim bis zum Tod. Verändere diesen Zustand nicht. Also aus dieser Aya geht hervor, dass wir bis zum Tod auf dem Islam verharren müssen, dass wir bis zum Tod Muslime bleiben müssen. Also bleibe standhaft im Islam, solange du auf der Welt bist. Egal was passiert, verlasse den Islam nicht. Egal was passiert, lass vom Islam nicht ab, auch wenn die Erde unter dir beben sollte. Auch wenn die Berge auf dich einstürzen würden, verlasse den Islam nicht. Denn mit dem Islam wirst du das Paradies betreten. Und mit dem Islam wirst du den Propheten Muhammad im Paradies treffen. Und mit dem Islam wirst du verschont und geschützt vor der ewigen Bestrafung in der Hölle. Ohne Islam bekommst du das nicht. Also bleib fern von allem, was aus dem Islam führt. Bleib von der Abtrüngigkeit fern. Bleib von Ar-Ridda fern. Wenn jemand fragt, was ist die Abtrüngigkeit? Die Abtrüngigkeit ist der Abbruch des Islam. Man war Muslim, ist kein Muslim mehr, weil man etwas gesagt hat, was aus dem Islam führt. Oder etwas gemacht hat, was aus dem Islam führt. Oder etwas geglaubt hat, was aus dem Islam führt. Und es gibt drei Gruppen der Abtrüngigkeit. Drei Gruppen der Abtrüngigkeit: Aussagen, die aus dem Islam führen, Handlungen, die aus dem Islam führen und Glaubensweisen, die aus dem Islam führen. Das erwähnte Imam An-Nawawi und andere Gelehrte, sowohl schafi'itische Gelehrte als auch hanafitische Gelehrte. Sie haben die Abtrüngigkeit in drei Gruppen unterteilt. Merkt ihr diese Aufteilung? Glaubensweisen im Herzen, Handlungen mit den Körperteilen und Aussagen mit der Zunge. Allah, der Erhabene, sagt: يحلفون بالله ما قالوا. Sie schwören bei Allah, dass sie es nicht gesagt haben. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Das bedeutet: Doch sprachen sie Unglauben aus. Doch sie haben das Wort des Unglaubens gesagt und sind abtrüngig geworden, nachdem sie Muslime waren. Vorher waren sie Muslime, aber sie haben etwas gesagt, was sie aus dem Islam herausgeführt hat. Das ist aus dem Koran. Und die Gelehrten haben diese Aya als Beweis dafür genommen, dass es eine Art des Unglaubens gibt, der gesagt wird. Und den nennt man der gesagte Unglaube. Und das wird mit der Zunge begangen. Und diese Gruppe ist die meist verbreitete Gruppe des Unglaubens. Möge Allah uns bewahren. Allah, der Erhabene, sagt auch: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. Das bedeutet, gewiss, die Gläubigen sind diejenigen, die an Allah und an seinen Gesandten glauben und keinen Zweifel darin haben. Das sind die Gläubigen, die zweifelsfrei an Allah glauben und zweifelsfrei an Muhammad glauben, sallallahu alaihi wasallam. Diese edle Aya aus dem Koran nahmen die Gelehrten als Beweis dafür, dass es einen Unglauben gibt, der im Herzen begangen wird. Und das ist der geglaubte Unglaube. Denn der Zweifel geschieht wo? Im Herzen. Und diese Menschen, die an Allah zweifeln, gehören nicht zu den Gläubigen. Also
führt der Zweifel, der im Herzen geschieht, aus dem Islam. Der Zweifel an Allah führt aus dem Islam. Der Zweifel an Muhammad, der im Herzen geschieht, führt aus dem Islam. Allah, der Erhabene, sagt: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Das bedeutet, werft euch nicht für den Mond und nicht für die Sonne nieder. Macht kein Sujud für den Mond. Macht kein Sujud für die Sonne. Das ist verboten. Diese Handlung führt aus dem Islam. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Wenn wir uns nicht für den Mond und nicht für die Sonne niederwerfen dürfen. Für wen haben wir uns niederzuwerfen? Für den Schöpfer dieser, für den Schöpfer des Mondes und der Sonne. Diese Aja aus dem Koran haben die Gelehrten als Beweis dafür genommen, dass es eine Art des Unglaubens gibt, der getan wird, der begangen wird, der mit den Körperteilen begangen wird. Und das ist der Kufrul Fi'li, der Unglauben, der getan und begangen wird. Liebe Brüder und Schwestern, diese Aufteilung ist keine neue Aufteilung. Die Gelehrten vor uns haben darauf hingewiesen, dass die Abtrünnigkeit sich in drei Gruppen aufteilt: Glaubensweisen, Handlungen und Aussagen. Wer erwähnte das? Unter anderem Imam an-Nawawi. In mehreren seiner Werke hat er das angeführt. Er hat das in Al-Minhaj und Rawdatul Talibin erwähnt. Er sagte in seinem Werk Al-Minhaj, hör genau zu, er sagt: Ar-Riddatu hiya qat'ul Islam. Das bedeutet, die Abtrüngigkeit ist der Abbruch des Islam. Das bedeutet, man hat etwas gemacht, was einen aus dem Islam geführt hat. Was genau? Biniyatin au qawli kufrin au fi'l. سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. Das bedeutet, der Abbruch des Islam hat stattgefunden, also die Abtrünnigkeit, hat durch eine Glaubensweise, Aussage oder Handlung, die Unglauben beinhaltet, stattgefunden. Gleich ob die Aussage auf Verachtung basiert oder auf Hartnäckigkeit basiert oder auf Überzeugung basiert. In allen Fällen fällt man damit vom Islam ab. Liebe Brüder und Schwestern, der Prophet Muhammad a.s.w. hat uns nahegelegt, dass wir auf unsere Zungen achten sollen und nicht alles, was uns einfällt, aussprechen sollen. Wir haben darauf zu achten, dass wir diese Zunge, die eine Gabe von Allah ist, nur für das Gute verwenden und gebrauchen. Wenn jemand etwas sagt, was aus dem Islam führt, dann fällt er damit vom Islam ab, solange er das gewollt, freiwillig gesagt hat und er hat verstanden, was er gesagt hat. Auch wenn er das Gesetz nicht kannte. Auch wenn er sagt, ich wusste aber nicht, dass dies aus dem Islam führt. Das ist keine Entschuldigung. Woher wissen wir das? Der Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام sagte: إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. Das bedeutet, der Diener spricht das Wort aus, ein Wort oder ein Satz, ohne darin einen Schaden zu sehen. Er denkt, das wäre erlaubt. Er denkt, das wäre nicht schlimm. يهوي بها في النار سبعين خريفا. Dieses Wort ist der Grund dafür, dass er 70 Jahre tief in der Hölle hinabstürzen wird. Liebe Brüder und Schwestern, in dieser Tiefe von 70 Jahren befindet sich der Grund der Hölle, der Boden der Hölle. Die tiefste Stelle der Hölle ist 70 Jahre tief. Und diese Stelle und dieser Ort in der Hölle ist nur für die Nichtgläubigen bestimmt. Also für die Personen, die als Nichtgläubige gestorben sind. Dieser Hadith wurde überliefert von Imam al-Tirmidhi und wurde von ihm als stark eingestuft. Und der Prophet Muhammad a.s.w. sagte auch: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا. Das bedeutet, der Diener spricht das Wort aus,
ohne darin einen Schaden zu sehen. Er hat etwas gesagt, wovon er ausging, dass es nicht schlimm wäre, aber es ist schlimm. Wenn er sich nicht vor dem Tod bekehrt, dann wird er 70 Jahre tief zum Grund, zum Boden der Hölle fallen. Das bedeutet, diese Aussage hat ihn zum Unglauben geführt. يَهْوِي بِهَا فِي النَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. Dieses Wort, was zum Unglauben geführt hat, ist der Grund dafür, dass er im Jenseits tiefer hinabstürzen wird in der Hölle als die Entfernung zwischen Ost und West. Jene 70 Jahre tief wird er hinabstürzen. Der Hadith-Gelehrte Ibn Hajar al-Asqalani, möge Allah ihm gnädig sein, erläuterte Sahih al-Bukhari. Und darin sagte er, was meint der Prophet mit diesem Wort? Welches Wort meint der Prophet? Er sagt, وَذَلِكَ مَا كَانَ فِيهِ اسْتِخْفَافٌ بِاللَّهِ أَوْ بِشَرِيَعَتِهِ. Das bedeutet, dies bezieht sich auf Aussagen, die die Verachtung Gottes oder seiner Gesetzgebung beinhalten. Also, jede Aussage, die auf Verachtung Gott gegen... Auf jeden Fall. Subhanallah. Allah, die großen Teufel sind gerade festgebunden, ja? Aber es gibt noch kleine Teufel. Subhanallah. Tayyib. Jede Aussage, die auf Verachtung Gott gegenüber hindeutet, führt aus dem Islam. Und jede Aussage, die auf die Verachtung der islamischen Gesetzgebung hindeutet, führt auch aus dem Islam. Liebe Brüder und Schwestern, diese zwei Ahadith, die wir erwähnt haben, deuten darauf hin, dass um in den Unglauben zu fallen, weder die Kenntnis über das Urteil noch die Freude im Herzen, noch der Glaube an die Bedeutung der Aussage vorausgesetzt ist. Das bedeutet, wer den Unglauben gewollt sagt, er hat sich nicht versprochen. Er sagt es freiwillig, er wurde nicht mit dem Tode bedroht. Er versteht, was er sagt, der begeht Unglauben. Ob er jetzt Kenntnis über das Urteil hat oder nicht, ob er jetzt Freude über das Urteil hat oder nicht, ob er an die Bedeutung der Aussage glaubt oder nicht. In allen Fällen, in all diesen drei Fällen, fällt er vom Islam ab. Es gibt Menschen, die haben Dinge behauptet, die so nicht stimmen. Die haben gesagt, man wird erst dann abtrünnig, man fällt erst dann vom Islam ab, wenn man den Unglauben sagt, daran glaubt, im Herzen Freude verspürt hat und die Absicht hatte, Unglauben zu begehen und wirklich eine andere Religion als den Islam angenommen hat. Diese vier Voraussetzungen, stimmen sie mit dem Hadith überein? Nein, sie widersprechen dem Hadith, also wird diese Aussage abgelehnt. Der Prophet Muhammad a.s. hat also in diesen beiden Ahadith aufgezeigt, dass es passieren kann, dass ein Mensch ein Wort ausspricht, ohne zu wissen, dass es für ihn schädlich ist. Er denkt, das ist nicht schädlich, aber in Wirklichkeit ist es schädlich für ihn. Und dieses Wort ist dann der Grund dafür, dass er 70 Jahre tief in der Hölle hinabstürzen wird, weil er ohne Reue gestorben ist, weil er dieses Wort gesagt hat, was aus dem Islam führt, und er ist ohne Reue gestorben. Es sei denn, die Person bekehrt sich vor dem Tod und spricht das Glaubensbekenntnis aus, um wieder in den Islam einzutreten. Dann fällt sie nicht mehr so tief, wie erwähnt. Der Prophet Muhammad a.s. hat berichtet und bestätigt, dass der Boden der Hölle, der Grund der Hölle, 70 Jahre tief entfernt liegt und dass diesen Ort nur ein Nichtgläubiger, der mit dem Kufr gestorben ist, erreichen wird. Liebe Brüder und Schwestern, wir müssen doch alle bis zum Tod Muslime bleiben. Das ist eine Pflicht. Also müssen wir auch wissen, was dazu führt, dass man vom Islam abfällt, dass man nicht mehr Muslim ist, damit wir davon Abstand nehmen. Deswegen erwähnen wir das. Deswegen zeigen wir das auf. Deswegen lehren wir das den Menschen. Im Koran wird vor dem Unglauben gewarnt. In den Aussagen des Propheten Muhammad wird vor dem Unglauben gewarnt. Und die islamischen Gelehrten haben auch
vor den Aussagen, Handlungen und Glaubensweisen, die aus dem Islam führen, gewarnt. Also, liebe Brüder und Schwestern, nicht jeder, der als Muslim geboren wird, stirbt auch automatisch als Muslim. Es gibt Menschen, die werden als Muslime geboren, sie haben muslimische Eltern und sterben dann als Nicht-Muslime. Es gibt manch einen, der heißt Muhammad und der stirbt als Nicht-Muslim. Der Name ist keine Garantie dafür, dass man für immer Muslim bleiben wird. Egal, was man sagt und macht und glaubt. Achtet darauf. Wer Allah verachtet, der fällt vom Islam ab. Es gibt Menschen, die sich zum Islam zählen und die verachten Allah. Diese sind keine Muslime. Was ist der Beweis dafür, dass sie keine Muslime sind? Aus dem Koran entnehmen wir das, dass derjenige, der Allah verachtet oder seinen Gesandten verachtet, dass dieser kein Muslim ist. Allah, der Erhabene, sagt: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Das bedeutet, und wenn du sie fragen würdest, o Muhammad, dann würden sie sagen, wir haben nur gescherzt. Heutzutage auch gibt es einige, die machen sich über Allah lustig oder über den Islam lustig und sie sagen dann, wir haben nur gespielt oder gescherzt oder das war nur Spaß. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. Das bedeutet, so sage ihnen, o Muhammad, wenn sie dir das sagen, dann sage ihnen, ihr habt euch über Allah, den Koran und über den Gesandten Gottes lustig gemacht. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Es bedeutet, entschuldigt euch nicht. Eure Entschuldigung ist ungültig. Dass ihr sagt, wir haben nur gescherzt und gespielt, das ist ungültig. Ihr seid abtrünnig geworden, nachdem ihr gläubig wart. Also, ein Wort könnte einen aus dem Islam herausführen, weil es Verachtung Gott gegenüber oder Verachtung gegenüber den Koran oder Verachtung gegenüber dem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beinhaltet. Wer Allah beschimpft, fällt vom Islam ab. Der ist kein Muslim. Welcher Gelehrte hat dieses erwähnt? Liebe Brüder und Schwestern, wir sind nicht die Einzigen, die das sagen. Die Gelehrten vor uns haben das auch gesagt und haben das auch gelehrt und haben das in ihren Büchern festgehalten. Zum Beispiel Al-Qadi Iyad Al-Yahsubi, das war ein Gelehrter aus dem 6. Jahrhundert. Vor ungefähr 900 Jahren hat er gelebt. Er erwähnte in seinem Werk Al-Shifa, La khilafa anna sabballahi ta'ala minal muslimina kafir. Das bedeutet, es herrscht keine Uneinigkeit. Es herrscht keine Uneinigkeit darüber, keine Meinungsverschiedenheit, dass der Muslim, der Allah beschimpft, den Islam verlässt, kein Muslim mehr ist. Also Vorsicht, nehmt euch in Acht vor diesen Aussagen, nehmt davon Abstand und warnt andere auch davor. Wer etwas sagt, tut oder glaubt, was zu den drei Gruppen der Abtrünnigkeit gehört, der fällt vom Islam ab. Nicht erst dann, wenn er alle drei Gruppen der Abtrünnigkeit begangen hat, sondern allein, wenn er schon eine Art der Abtrünnigkeit begeht, fällt er vom Islam ab. Und darüber herrscht Übereinstimmung. Wer hat das erwähnt? Es gibt Leute, die fragen, wer hat das erwähnt und wo wurde das erwähnt und Quelle. Kennt ihr diese Fragen? Du postest etwas im Internet, dann sofort wird gefragt, Quelle. Die Frage an sich ist nicht schlimm, wenn man lernen will, aber es gibt Leute, die fragen mit schlechten Absichten. Es gibt Leute im Internet, die sagen, wir können herausfinden, ob ein Hadith sahih ist oder nicht. Und diese Leute haben kein Wissen von Hadith, die haben kein Wissen von der Hadith-Wissenschaft. Sie wollen nur Likes und sie wollen nur auf sich aufmerksam machen. Seid vor diesen Personen gewarnt. Allah möge uns bewahren.
Also, derjenige, der etwas sagt oder tut oder macht, was aus dem Islam führt, der fällt vom Islam ab. Der fällt vom Islam ab. Solange er bei Verstand ist, solange er versteht, was er sagt, solange er das gewollt sagt, solange er das freiwillig gesagt hat. Der Gelehrte Tajuddin As-Subki hat ein Buch namens At-Tabaqat, Tabaqat al-Shafi'iyyah al-Kubra. Er sagt: La khilafa 'inda al-Ash'ari wa ashabihi, bal wa sa'ir al-Muslimin, anna man talaffaza bil-Kufr أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله العظيم مخلد في النار وإن عرف قلبه وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا لا يختلف مسلمان في ذلك. Was bedeutet das? Das bedeutet, zwischen Imam al-Ash'ari, dem Imam der Ahlus Sunnati wal Jama'a, und den asch'aritischen Gelehrten, die ihm gefolgt sind. Sogar unter allen Muslimen gibt es keine Uneinigkeit darüber. Über was? Dass derjenige, der etwas sagt oder tut, was Unglauben ist, abtrüngig wird. Dass er vom Islam abfällt und in der Hölle bestraft werden wird. Weil er hat es freiwillig gesagt, gewollt gesagt, er war bei Verstand, er versteht, was er sagt. Selbst wenn seine Kenntnis richtig sein sollte, selbst wenn er sagt, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wenn er Allah beschimpft, fällt er vom Islam ab. Auch wenn er im Herzen an La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selbst wenn er daran im Herzen glaubt, selbst wenn er das mit der Zunge sagt. Wenn jemand sagt, La ilaha illallah, und er beschimpft Allah, das passt nicht zusammen. Das macht den Glauben ungültig. Seine Kenntnis in Verbindung mit der Hartnäckigkeit nutzt ihm nicht und wendet keine Bestrafung von ihm ab. Darüber sind sich nicht mal zwei Muslime uneinig. Also, wir warnen die Menschen, wir beratschlagen die Menschen, wir haben keine Peitschen in den Händen und gehen raus und sagen, der ist kein Muslim und der ist ein Muslim und der ist abtrünnig und diese Angelegenheit machen wir nicht. Wir warnen die Menschen und beratschlagen sie. Lieber Bruder und liebe Schwester, verleugne nichts von der islamischen Religion. Vorsicht! Man darf nichts von der islamischen Religion leugnen. Was ist, wenn jemand etwas Offenkundiges von der islamischen Religion leugnet? Es gibt etwas, das nennt man Al-Ma'lumu min ad-Dini bid-Darura. Das bedeutet, etwas Islamisches, was sowohl der Gelehrte kennt, als auch der Nichtgelehrte. Es ist dem Gelehrten bekannt und es ist dem Nichtgelehrten bekannt. Derjenige, der so etwas leugnet, was zu Ma'lum min ad-Din bid-Darura gehört, yani jeder weiß das in der Regel, der Gelehrte weiß es und der Nichtgelehrte weiß es, wenn du einen Nichtgelehrten fragen würdest, ist das Stehlen erlaubt oder verboten? Was wird er sagen? Verboten. Wenn du fragen würdest, was ist mit dem Töten zu Unrecht? Er sagt verboten. Denn das weiß nicht nur der Gelehrte, auch der Nichtgelehrte weiß davon. Wenn jemand so etwas Offenkundiges, was bekannt ist, was berühmt ist und bei den Muslimen als bekannt gilt, leugnet, sagt, nein, das ist nicht so. Der ist abtrünnig geworden, der fällt vom Islam ab. Zum Beispiel, wenn jemand weiß, dass das Tragen von Kopftuch für die Frau eine Pflicht ist. Wenn jemand sagt, nein, das ist keine Pflicht. Er weiß, das kommt im Koran vor, das kommt in den Aussagen des Propheten vor, das kommt im Islam vor. Und er verleugnet das, der wird abtrünnig. Der wird abtrünnig, weil er weiß, das gehört zum Islam und das ist etwas Offenkundiges. Trotzdem leugnet er das. Trotzdem hat er das geleugnet und abgelehnt. Wenn jemand aber nicht wusste, dass das Geleugnete zur islamischen Religion gehört, er wusste nicht, dass das, was er verleugnet hat, zu der islamischen Religion gehört, der fällt nicht vom Islam ab. Aber der begeht eine Sünde, weil er ohne Wissen gesprochen hat. Wenn jemand fragt, wie könnte das denn sein, weil er zum Beispiel erst kürzlich in den Islam eingetreten ist. Jemand,
ist erst kürzlich in den Islam eingetreten und aufgrund seiner Unwissenheit hat er etwas geleugnet, was offenkundig ist und offenkundig zur islamischen Religion gehört, aber aufgrund seiner Unwissenheit hat er das geleugnet. Diese Person wird belehrt und fällt nicht vom Islam ab. Oder zum Beispiel, jemand hat muslimische Eltern, aber ist sehr unwissend und ist in einem Ort aufgewachsen, der weit weg ist von denjenigen, die das, was er verleugnet hat, wissen. Ja, er hat nicht am islamischen Unterricht teilgenommen. Aufgrund seiner Unwissenheit hat er das verleugnet. Dieser fällt nicht vom Islam ab damit, aber er begeht eine Sünde, weil er ohne Wissen gesprochen hat. Ein wichtiger Hinweis. Wenn jemand etwas leugnet, was aber mit der Erhabenheit Gottes über Ähnlichkeit und Ort bezogen ist, der wird nicht entschuldigt. Auch wenn er unwissend ist, der wird nicht entschuldigt. Wenn jemand erst kürzlich in den Islam eingetreten ist und dann den Glauben annimmt, dass Allah Ähnlichkeit mit den Geschöpfen hätte, der wird nicht entschuldigt, der fällt vom Islam ab. Auch wenn er erst kürzlich in den Islam eingetreten ist. Bei dieser Angelegenheit wird niemand entschuldigt. Denn wenn er behauptet, dass Allah Ähnlichkeiten mit den Geschöpfen hätte, hat er nicht den richtigen Glauben im Herzen. Und mit dem falschen Glauben ist man kein Muslim. Mit diesem falschen Glauben ist man kein Muslim. Achte darauf, was du sagst. Manchmal sagst du etwas, und das führt zu deinem Gewinn. Und manchmal sagst du etwas, das führt zu deinem Verlust. Sage immer das, was zu deinem Gewinn führt, was zu deinem Nutzen ist. Nicht das, was dir Schaden bringt. Vorsicht! Manchmal sagen wir Worte und achten nicht darauf, was wir sagen. Diesen Zustand müssen wir ändern, liebe Brüder und Schwestern. Es gibt Aussagen, die sind eindeutig und es gibt Aussagen, die sind scheinbar. Es gibt eindeutige Aussagen, die zum Unglauben führen und es gibt scheinbare Aussagen, die zum Unglauben führen. Es gibt Aussagen, die sind zahir und es gibt Aussagen, die sind sarih. Was ist eine scheinbare Aussage, wenn eine Aussage zwei Bedeutungen hat? Du sagst etwas, und das, was du gesagt hast, das hat nicht nur eine Bedeutung, sondern zwei Bedeutungen. Und mit einer Bedeutung wird sie eher assoziiert. Diese Aussage, wenn man sie hört, dann fällt einem sofort die Bedeutung des Unglaubens ein und nicht die andere Bedeutung, die kein Unglauben ist. Diese Aussage wird in der islamischen Religion als zahir bezeichnet, als scheinbar. Wenn jemand etwas sagt, was scheinbar Unglaube ist, hört bitte genau zu. Wenn jemand etwas sagt, was scheinbar Unglaube ist, der wird nicht sofort für ungläubig erklärt. Wir dürfen nicht überstürzen. Wir müssen erstmal darauf achten, dass wir auch alle Kriterien beachten, liebe Brüder und Schwestern. Wenn jemand eine Aussage sagt, die scheinbar Unglaube ist, die hat nicht nur eine Bedeutung, sondern zwei und wird mit der Bedeutung, die Unglaube ist, eher assoziiert als die andere Bedeutung. Hier wird diese Person, die gesprochen hat, nicht sofort für ungläubig erklärt, sondern erst dann, wenn sich herausstellt, dass die Person die Bedeutung, die Unglaube ist, beabsichtigt hat. Jemand sagt eine Aussage, die hat zwei Bedeutungen. Sagen wir, diese Person, die diese Aussage gesagt hat, ist vom Islam abgefallen? Nein, nicht sofort. Wir müssen schauen, welche Bedeutung hat sie beabsichtigt. Hat sie die Bedeutung beabsichtigt, die Kufr ist, dann fällt sie vom Islam ab. Hat sie aber die Bedeutung beabsichtigt, die kein Kufr ist, dann fällt sie nicht vom Islam ab. Diese Art von Aussage nennt man zahir, nennt man scheinbar. Und es gibt Aussagen, die sind eindeutig Unglauben. Es bedeutet, diese haben nur eine einzige Bedeutung und diese Bedeutung ist Kufr, führt zum Unglauben und diese Bedeutung lässt keine Interpretation zu. Also, wenn jemand eine
eindeutige Aussage trifft, die Unglaube ist, dann wird diese Person für ungläubig erklärt. Solange die Person versteht, was sie sagt, freiwillig es gesagt hat, bei Verstand ist und es gewollt gesagt hat. Die Person wird nicht nach der Absicht gefragt. Man sagt nicht bei der eindeutigen Aussage, was hast du beabsichtigt? Was soll sie beabsichtigen? Diese Aussage hat nur eine Bedeutung. Liebe Brüder und Schwestern, manchmal kann es sein, dass jemand eine eindeutige Aussage ausspricht, aber die tatsächliche, einzige Bedeutung der Aussage nicht kennt und nicht daran glaubt. Sie denkt, dass diese eindeutige Aussage eine andere Bedeutung hätte, die kein Unglauben ist. In diesem Fall fällt die Person, die das gesagt hat, in diesem Fall nicht aus dem Islam aus, sondern ist weiterhin Muslim. Ja, ne? Achtet darauf, was ihr sagt, bitte. Nicht einfach so reden, sondern erstmal nachdenken, das, was ich sage, wohin führt das? Darf ich das überhaupt sagen oder darf ich das nicht sagen? Wenn jemand ein Wort ausspricht, was eindeutig Unglauben ist, dann sagen wir, diese Person begeht Unglauben. Wenn sie sagt, ich habe aber etwas anderes beabsichtigt, das ist keine Entschuldigung. Es sei denn, und dann fällt sie nicht vom Islam ab, sie dachte aufgrund der Schwäche in der Sprache, diese Aussage hat eine andere Bedeutung, die kein Unglauben ist. Dann fällt sie nicht vom Islam ab. Ganz wichtig, wir dürfen im Takfir nicht überstürzen, aber es gibt auch Takfir, der bihaq, mit Recht, gemacht wird. Liebe Brüder und Schwestern, ich wiederhole diese Angelegenheit nochmal, da sie ganz wichtig ist. Also wenn jemand etwas gesagt hat, was eindeutig Unglauben ist, dann sagt man, diese Person hat Unglauben begangen. Wenn die Person dir sagt, ich wusste nicht, dass diese Aussage nur eine Bedeutung hat. Ich dachte, diese Aussage hat auch eine andere Bedeutung, die kein Unglauben ist. Und ich habe das mit dieser Bedeutung gesagt. Dann sage, du bist nicht vom Islam abgefallen. Aber wenn jemand eine scheinbare Aussage trifft, eine Aussage, die zahir ist, fil kufur, die hat mehr als eine Bedeutung und die Person hat die Bedeutung beabsichtigt, die kufur ist, dann fällt diese Person vom Islam ab. Wenn sie aber die andere Bedeutung beabsichtigt hat, die kein kufur ist, dann fällt sie nicht vom Islam ab. Liebe Brüder und Schwestern, derjenige, der abtrünnig geworden ist, der ist verpflichtet, sofort wieder in den Islam zurückzukehren. Der muss sofort wieder Muslim werden. Wie geschieht das? Wie wird er wieder Muslim? Indem er das Glaubensbekenntnis ausspricht und von dem ablässt, sich von dem entsagt und distanziert, was zur Abtrünnigkeit geführt hat. Und man muss das auch bereuen. Man muss im Herzen ein Bedauern verspüren, über das, was man gesagt oder gemacht oder geglaubt hat, was aus dem Islam geführt hat. Und man muss den Entschluss fassen, so etwas niemals zu wiederholen. Liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand abtrünnig wird, jemand fällt vom Islam ab, dann gibt es Dinge, die werden ungültig. Wenn jemand am Fasten ist und abtrünnig wird, dann wird sein Fasten ungültig. Auch wenn er 2 Minuten später wieder Muslim wird. Dieser Tag zählt nicht mehr. Dieser Tag zählt nicht mehr und muss nachgeholt werden. Dieser, der abtrünnig geworden ist, muss sich den restlichen Tag von dem enthalten, was das Fasten ungültig macht. Und dieser Tag zählt nicht. Und dieser Tag muss nachgeholt werden. Und auch die trockene Reinigung. Ihr wisst, wenn man die Gebetswaschung nicht machen kann, dann führt man die trockene Reinigung durch. At-Tayammum. Jemand findet kein Wasser oder jemand findet Wasser, aber er wird daran gehindert von einem Feind oder von einem Raubtier. Oder jemand kann kein Wasser benutzen. Er hat Wasser, aber das Wasser schadet ihm. So einem ist es erlaubt, Tayammum zu machen. Wenn jemand Tayammum gemacht hat und er wird abtrünnig, dann wird sein Tayammum ungültig. Also das Fasten wird ungültig. Weil er ist kein Muslim mehr und die gute Tat hat nur von einem Muslim Gültigkeit und die trockene Reinigung
wird auch ungültig. Und wenn er einen Ehevertrag mit einer Frau hat und er hat mit dieser Frau noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt, sagen wir, die zwei sind verlobt. Die haben noch nicht geheiratet, aber sie haben einen islamischen Ehevertrag zusammen. Dann wird mit der Abtrünnigkeit dieser Ehevertrag ungültig, weil dieser Ehevertrag abgeschlossen wurde und es kam zwischen den beiden noch nicht zum Geschlechtsverkehr und einer der beiden ist abtrünnig geworden. Selbst wenn er in den Islam zurückkehren sollte, dieser, auch wenn er am nächsten Tag wieder Muslim wird, der Ehevertrag zwischen den beiden ist ungültig geworden. Ein neuer Ehevertrag muss abgeschlossen werden. Und wenn jemand abtrünnig wird und er hatte einen Ehevertrag mit einer Frau und mit dieser Frau hatte er schon Geschlechtsverkehr und diese Person, sagen wir mal, ist erst ein Jahr später wieder in den Islam zurückgekehrt. Oder anders erklärt, jemand wird abtrünnig und er hatte einen islamischen Ehevertrag mit einer Frau und mit dieser Frau hatte er Geschlechtsverkehr. Er wird abtrünnig und bleibt, sagen wir mal, 6 Monate abtrünnig. Was ist mit dem Ehevertrag zwischen diesen beiden? Ehevertrag und die beiden hatten was? Geschlechtsverkehr miteinander. Der Ehevertrag zwischen diesen beiden ist ungültig geworden, weil er ist abtrünnig geworden. Und es ist eine Frist verstrichen, in der er nicht mehr in den Islam zurückgekehrt ist. Er ist 6 Monate abtrünnig geblieben. Was wissen wir? Der Ehevertrag zwischen den beiden ist ungültig geworden. Wenn er später in den Islam zurückkehrt und er möchte zu dieser Frau zurück, dann muss ein neuer Ehevertrag abgeschlossen werden. Dann muss ein neuer Ehevertrag abgeschlossen werden. Also ich wiederhole das nochmal. Sollte jemand, nachdem er in seiner Ehe nach islamischem Recht den Geschlechtsverkehr vollzogen haben mit dem Ehepartner, sollte diese Person abtrünnig werden und vor Verstreichen einer gewissen Frist, das nennt man Idda-Frist, sollte er davor in den Islam zurückkehren, dann besteht kein Bedarf, dass der Ehevertrag nochmal vollzogen wird. Seine Ehefrau kehrt zu ihm zurück, weil er ist innerhalb der Idda wieder in den Islam zurückgekehrt. Aber wenn diese Idda verstreicht und er ist noch nicht zum Islam zurückgekehrt und erst nach der Idda kehrt er in den Islam zurück, dann muss ein neuer Ehevertrag abgeschlossen werden. Aber wenn er innerhalb dieser Frist in den Islam zurückkehrt, dann muss kein neuer Ehevertrag abgeschlossen werden. Wenn jemand fragt, wie lange ist diese Frist? Das sind bei der Frau, die ihre Menstruation bekommt, 3 Reinheitsperioden. Und bei der schwangeren Frau bis zur Entbindung. Und bei der Frau, die ihre Menstruation nicht mehr bekommt, eine ältere Frau zum Beispiel, sind es 3 Mondmonate. Wenn er innerhalb dieser Frist wieder in den Islam zurückkehrt, dann ist der Ehevertrag wieder gültig zwischen den beiden. Kehrt er aber erst nach dem Verstreichen dieser Frist in den Islam zurück, dann muss der Ehevertrag nochmal abgeschlossen, werden. Liebe Brüder und Schwestern, so ein Abtrünniger, wenn er einen Ehevertrag abschließen sollte, dieser Ehevertrag hat keine Gültigkeit. Egal mit welcher Frau. Ob das jetzt mit einer Muslimin ist oder mit einer Nicht-Muslimin, sogar mit einer Abtrüngigen hätte sein Ehevertrag keine Gültigkeit. Und wenn so ein Abtrünniger etwas schlachten würde, ein Schaf schlachten würde oder ein Rind schlachten würde, dann dürfte man von dieser Schlachtung nicht essen. Selbst wenn er so wie die Muslime schlachten sollte. Warum darf man von seiner Schlachtung nicht essen? Weil er ein Abtrünniger ist. Der Muslim darf von der Schlachtung der Muslime essen, von der Schlachtung der Christen und der Juden. Aber von der Schlachtung eines Abtrüngigen darf der Muslim nicht essen. Und das Verstorbenengebet darf wegen des
Abtrüngigen nicht verrichtet werden. Man darf kein verstorbenen Gebet für einen Abtrüngigen verrichten, weil ein verstorbenen Gebet bedeutet, man bittet Allah um Vergebung für den Toten, und für einen abtrüngigen Toten gibt es keine Vergebung und keine Gnade von Allah. Und es ist auch keine Pflicht, also es ist verboten, dass man für ihn das verstorbenen Gebet verrichtet. Wenn jemand fragt, dürfte man ihn waschen? Man dürfte ihn waschen, es ist aber keine Pflicht. Dürfte man ihn mit Kaffern umhüllen? Dürfte man, es ist aber keine Pflicht. Darf man ihn in der Begräbnisstätte der Muslime beerdigen? Die Antwort lautet nein, denn er gehört nicht zu den Muslimen. Also darf er dort in der Begräbnisstätte der Muslime nicht beerdigt werden. Habt ihr gesehen? Diese Abtrünnigkeit ist etwas sehr Gefährliches. Deswegen warnen wir immer wieder davor. Derjenige, der mit der Abtrüngigkeit stirbt, dieser verdient die ewige Bestrafung. Wo? In der Hölle. Allah möge uns bewahren. Deswegen, das, was wir am meisten unterlassen sollten, ist die Abtrüngigkeit. Das, wovor wir uns am meisten fernhalten sollten, ist die Abtrüngigkeit. Denn wenn jemand fragt, gib uns mal noch mehr Beispiele für die Glaubensweisen, die aus dem Islam führen, sagen wir, wenn jemand eine andere Religion als den Islam annimmt, der ist abtrüngig geworden. Oder wenn jemand nicht an die Wahrhaftigkeit des Koran glaubt, der wird abtrüngig. Ihr wisst jetzt, abtrüngig bedeutet, er ist kein Muslim mehr. Oder jemand glaubt nicht an die, er sagt, es gibt im Koran eine Ayah, ich glaube nicht an die Wahrhaftigkeit dieser Ayah. Der fällt vom Islam ab. Wenn jemand sagen würde, ich glaube an ganzen Koran, dass er wahr ist, außer an eine Ayah, der wird abtrüngig. Oder jemand glaubt, dass Allah Ähnlichkeit mit den Geschöpfen hätte. Der fällt auch vom Islam ab. Oder jemand weiß, dass es einen Propheten gab, Masala Musa, und er lehnt sein Prophetentum ab. Dieser fällt auch vom Islam ab. Oder jemand glaubt, dass etwas, was im Islam offenkundig verboten ist, erlaubt wäre. Es gibt Leute, die sagen, masalan, und hay la yajuz qawluhu. Sie sagen, hay qatlu halal. Über einen Muslim sagen sie, hay qatlu halal. Das darf man nicht sagen. Man darf nicht sagen, das Töten eines Muslims ohne Recht wäre erlaubt. Was hat man hier begangen? Man hat geglaubt und gesagt, dass etwas, was im Islam offenkundig verboten ist, erlaubt wäre. Das führt aus dem Islam. Oder man verbietet etwas offenkundig Erlaubtes im Islam. Etwas, was im Islam offenkundig erlaubt ist, verbietet man. Das führt aus dem Islam. Liebe Brüder und Schwestern, das sind Beispiele für die Glaubensweisen, die aus dem Islam führen. Es gibt aber Handlungen, die aus dem Islam führen. Mit den Körperteilen werden sie begangen. Schaut mal, wenn jemand, masalan, den Koran absichtlich in den Abfall werfen sollte, der fällt vom Islam. Nicht wir sagen, er dachte, es wäre ein Roman und am Ende hat sich herausgestellt, dass das der Koran ist. Dieser fällt nicht vom Islam ab. Wir sprechen über jemanden, der weiß, dass das, was er in den Abfall wirft, der Koran ist. Der fällt vom Islam ab. Oder jemand wirft sich für einen Sonam nieder, für eine Statue, für eine Figur, die anstatt Allah angebetet wird. Manchmal besteht das aus Stein oder aus Holz oder aus anderem Material. Oder jemand wirft sich für die Sonne nieder oder für den Mond oder für den Teufel oder für das Feuer. Oder jemand wirft sich für einen Menschen nieder mit der Absicht der Anbetung dieses Menschen. Auch das führt aus dem Islam. Liebe Brüder und Schwestern, schließen wir das damit ab. Es gibt sehr viele Aussagen, die aus dem Islam führen. Sehr viele Aussagen. Diese Aussagen kann man nicht eingrenzen, weil jedes Mal die Leute immer wieder etwas sagen, was aus dem Islam führen, was vorher nicht gesagt wurde. Subhanallah, letztens hat hier ein Scheich
berichtet, dass er mit seinen eigenen Ohren gehört hat, dass jemand Essen verteilt hat. Und er hat den Menschen etwas gesagt, was aus dem Islam führt. Er hat den Menschen gesagt, ess davon. Gott isst auch jeden Donnerstag davon. Was hat er gesagt? Er sagt, Gott würde davon auch jeden Donnerstag essen. A'udhu billah. So etwas. Auch wenn man das aus Spaß gesagt hat. Oder auch wenn man sagt, ich glaube nicht daran. Das führt dazu, dass die Person vom Islam abfällt. Ja? Auch wenn die Person sagt, ich habe gescherzt oder ich war wütend oder ich meinte das nicht so, ich habe nicht daran geglaubt, das fällt darunter, dass man dadurch vom Islam abfällt. Liebe Brüder und Schwestern, jene, wer Allah beschimpft, der fällt vom Islam ab, oder wer den Propheten beschimpft, der fällt vom Islam ab, egal welchen Propheten er beschimpft, oder wer die islamische Religion beschimpft, der fällt vom Islam ab, oder wer die Kaaba beschimpft, der fällt vom Islam ab. Oder wer das Paradies verhöhnt. Es gibt Leute, die sagen, was das Paradies und Belohnung? Das Kinderspiel, sowas. Einige sagen, das Paradies wäre ein Kinderspielzeug. Diese Personen verhöhnen das Paradies und fallen damit vom Islam ab. Oder es gibt Menschen, die verhöhnen die Drohung Gottes. Und sie wissen, das, was sie verhöhnt haben, das ist eine Drohung von Allah. Diese Personen fallen damit vom Islam ab. Es gibt zum Beispiel in der Hölle Schlangen und es gibt in der Hölle Skorpione. Es gibt in der Hölle Hitze und es gibt in der Hölle Kälte. Wer das verhöhnt und er weiß, das ist eine Drohung von Allah, der fällt damit vom Islam ab. Auch wenn jemand das Versprechen von Allah verhöhnt, er weiß, das ist ein Versprechen von Allah. Er hat versprochen, dass man im Paradies das und das bekommt. Und er verhöhnt das, macht sich darüber lustig. Der fällt damit vom Islam ab. Auch wenn jemand das Gebet verachtet, wenn jemand sagt, ach, das Gebet ist altmodisch, oder jemand sagt, das Gebet ist etwas, was nicht zu meinem Niveau passt. A'udhu billah, das führt aus dem Islam. Oder wenn jemand das Fasten verhöhnt, sich darüber lustig macht und sagt, ach, ich muss nicht fasten, das passt nicht zu mir. Und so weiter. Das führt dazu, dass man das Fasten verachtet. Alles, was darauf hindeutet, dass man das Fasten verachtet oder das Gebet oder die Pilgerfahrt, all das führt aus dem Islam. Merkt ihr diese Regel und anhand dieser Regel weißt du, was aus dem Islam führt. Die Regel lautet, jede Glaubensweise im Herzen und jede Handlung mit den Körperteilen und jede Aussage, die eine Verachtung Gottes beinhaltet, führt aus dem Islam. Wenn jemand eine Aussage sagt oder eine Handlung macht oder eine Glaubensweise im Herzen hat, die auf die Verachtung Gott gegenüber hindeutet, der ist damit vom Islam abgefallen. Oder es deutet auf Verachtung der Engel oder es deutet auf Verachtung der Propheten. Oder es deutet auf Verachtung der Versprechen von Allah. Oder es deutet auf Verachtung der Drohung von Allah. Oder es deutet auf die Verachtung der Symbole und Zeichen der islamischen Religion. Auch das führt aus dem Islam. Jedes einzelne Beispiel führt aus dem Islam. Nicht erst dann, wenn alles gemeinsam zusammen begangen wird. Seid vorsichtig, liebe Brüder und Schwestern. Das Wertvollste, was wir haben, ist der Islam, nicht unsere Kinder. Das Wertvollste, was wir haben, ist der Glaube im Herzen, ist der islamische Glaube, ist der Islam. Und diesen Glauben gibt Allah nicht jedem, sondern nur demjenigen, den er liebt. Bewahre das, schütze das. Wenn du einen Edelstein zu Hause hättest, was würdest du damit machen? Du würdest sehr gut darauf aufpassen, so dass es nicht verloren geht, so dass es keinen Schaden abbekommt. Ja, aber dein Glaube ist noch wertvoller. Dein Islam ist noch wertvoller, also gebe noch mehr Acht auf deinen Islam und achte darauf, was du sagst, was du glaubst und was du machst. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum. Morgen geht's weiter mit dem Gebet und mit der Reinheit. Ab morgen werden wir inshallah über die Reinheit und das Gebet sprechen. Wie gesagt, wir werden inshallah versuchen, im Ramadan
das ganze Pflichtwissen aus dem Buch zu lernen. Wenn nicht, dann den überwiegenden Teil, insha'Allah. Ab morgen geht es mit der Reinheit und dem Gebet weiter. Seid dabei, nehmt euch die Zeit. Wer arbeiten geht, der könnte vielleicht live zuschauen. Aber wer nichts hat, der soll in die Moschee kommen, bitte. Und gerade die Jüngeren, die gerade Ferien haben, die sollen in den Unterricht kommen, in die Moschee. Und dieses Pflichtwissen lernen und was zum Schreiben mitbringen. Das, was ihr gehört habt, das werdet ihr gleich wieder zur Hälfte vielleicht vergessen. Aber wenn ihr das aufgeschrieben habt, dann habt ihr das mitgenommen. Wenn du zur Jagd gehst, dann nimmst du auch deine Ausrüstung mit. Etwas, was deine Beute bindet. Du bist hier bei dem islamischen Unterricht, als wärst du auf einer Jagd, als würdest du etwas mitnehmen wie eine Beute. Was macht man bei der Beute? Das bindet man an sich. Irgendwo lässt man es und bindet es fest. Und auch das islamische Wissen, wenn man es nicht aufschreibt, wird man einen großen Teil davon vergessen. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaykum wa jazakumullahu khairan. Dieses Thema, was wir heute gelernt haben, ist eines der wichtigsten Themen, die wir lernen sollten. Alhamdulillah haben wir das heute gelernt. Wenn etwas unverständlich war, dann könnt ihr nach dem Unterricht fragen, inshallah. Sagen wir gemeinsam lillahi ta'ala, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat, Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Bis morgen inshallah 16 Uhr. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.